Seiten und Banner und Boxen. Wie kann ich eine Seite erstellen in Gitter, im Webseitenbilder von Buildall? Was ist der Unterschied zwischen Seiten, Banner und Boxen? Wie kann ich Texte bearbeiten, indem ich eben globale Schriftarten einstelle? Wie kann ich Hintergrundbilder bearbeiten? Einerseits in der Seite direkt als Hintergrund, aber auch im Banner als Hintergrund. Wie kann ich Banner transparent machen? So diese grundlegendsten ersten Schritte im Arbeiten mit Jitter. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christina Maywald und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wenn dir das Video gefällt, bitte einen Daumen hoch, das wäre ganz nett. Und ansonsten Kanal abonnieren, Glocke einschalten. In diesem Sinne viel Spaß und Erfolg mit dem nachfolgenden Inhalten. Heute machen wir weiter. Das heißt, wir fangen wieder vom Anfang an. Wir gehen in den Gitter-Seitenbilder rein. Dann habe ich die Übersicht über all meine Seiten, um die veröffentlichten und die unveröffentlichten. Ich gehe hier auf Seite bearbeiten. Das ist der Adventkalender, den wir im letzten Video angefangen haben. Auf Seite bearbeiten und komme rein. Also dieses Seite bearbeiten, wo wir jetzt drauf geklickt haben, ist die komplette Website. Und hier ist jetzt diese einzelne Seite, wo Home steht als Name und. Das heißt, ich will auch jetzt nicht, dass diese Seite Home heißt, sondern ich möchte, dass diese Seite anders heißt. Das heißt, daher muss ich auf Einstellungen klicken, die drei Punkte, dann auf Einstellungen und dann kann ich auch hier alles umbenennen. Mein Name ist Christinas Adventskalender 2020. Adress-URL könnte ich lassen, Home, und der Titel, ich nehme jetzt einfach das gleiche. Beschreibung mache ich später mal und unten klicke ich dann auf Speichern. Du siehst, hier ist so ein kleines Häuschen bei dieser Seite. Du wirst dann später sehen, dass bei anderen Seiten dann das nicht ist. Das ist immer nur einmal. Ich gehe jetzt nochmal rein in diese Einstellungen, weil du siehst hier ganz oben Startseite ja. Das heißt, du musst dann immer festlegen, wie erscheinen soll, wenn du dann eine Domain aufgeschalten hast. Ich mache das jetzt einfach mit dem X wieder zu. Und ja, geh auf Seite bearbeiten. Das heißt, wenn du eine neue Seite öffnest, dann hast du mal nicht viel. Wenn du jetzt eine neue Seite öffnest, nachdem wir noch nichts gemacht haben, ist sie neu und leer, dann bekommst du automatisch dieses Bild. Also jetzt mit, wenn du seit Buildall 4.0 einsteigst und wirklich das so machen lässt. Du wirst sehen, wenn ich dann später eine neue Seite dazu mache, dann schaut es ein bisschen anders aus. Aber das ist jetzt mal, wenn du einsteigst, wenn du deine erste Seite machst, dann hast du das. Wenn du hier jetzt reingehst, siehst du blaue Linien rundherum. Das heißt, hier hast du schon ein Textfeld herinnen und dieses Textfeld liegt in einer Box. Wozu eine Box gut ist, wirst du im Laufe dieses Projektes auch noch einiges erfahren, weil ich sehr viel mit Boxen arbeite. Das heißt, wenn du außerhalb hinklickst, dann hast du einen Banner. Das sind immer so Abschnitte in der Seite selbst. Den kannst du größer machen, den kannst du kleiner machen. Das heißt, je nachdem, was du brauchst. Du siehst aber, wenn du darauf fährst, dass dann diese Box auftaucht, weil du dann ein Problem bekommst. Also wenn du diesen Banner so klein machst, dass es kleiner ist wie die Box, dann schaut es dann am Schluss vielleicht nicht gut aus. Das heißt, hier hast du eben ein Textfeld drinnen. Wenn du das anklickst, siehst du oben Bearbeitungsdinge und du siehst rechts Text. Wenn du ihn Box klickst und er zeigt dir noch immer Text an, würdest du jetzt nicht die Box bearbeiten, sondern den Text. Das heißt, immer gut, egal was du anklickst, klick hier dann auf den Stift und du siehst rechts, ändert das von Text auf Box. Und wenn du außen hinklickst auf den Banner, dann sollten diese Bearbeitungsdinge oben kommen und rechts ändert sich auf Banner. Das heißt, ganz wichtig, immer schauen,
ob rechts auch wirklich das Teil beschrieben wird, wo du arbeiten möchtest. Ist vielleicht am Anfang sowieso logisch, dass du immer schaust, je mehr Routine du hast, desto öfter vergisst du zu schauen und dann findest du irgendwas nicht, weil du einfach im falschen Ding bist, im falschen Element bist. Das heißt, ich möchte hier jetzt mit dir diesen Adventkalender machen und womit du auf jeden Fall beginnen solltest, ist da oben ist ein großes A. Dieses große A ist die globale Schrifteinstellung. Das heißt, du kannst hier einstellen, wie deine Überschriften ausschauen sollen. Du hast Überschrift 1 bis 6 und du hast Textabsatz, das ist ein normaler Absatz. Wobei, ganz wichtig auch, in einer Seite sollte es nur eine Überschrift 1 geben. Überschrift 2 kannst du in jedem Banner machen, bei jedem Abschnitt machen, aber Überschrift 1 sollte in Summe nur einmal auf dieser Seite sein. Wobei mir das zu groß ist, das heißt, ich stelle es normalerweise immer so auf um die 70 ein, machen wir 69, weil es gerade passt. Und hier kannst du auch einstellen, Schriftgröße mobil. Das heißt, Cheetah Sitebuilder ist ja responsiv, das heißt, er passt sich auch in die Mobilansicht an. Das wirst du auch noch zur Genüge erfahren in den nächsten Tutorials. Und hier kannst du dann generelle Schriften verstellen. Also nie im Text selbst gestalten, maximal mal die Farbe ändern, aber generell Schriftgröße für die ganze Seite, für die ganze Webseite kannst du hier einstellen. Also ich sage jetzt Überschrift 1 Multi Black, Schriftgröße 69, Schriftgröße mobil, machen wir 36, damit du siehst, dass man es ändern kann. Dann habe ich die Schriftgröße 2, ich lasse jetzt nur mal die normale, wenn ich 69 habe, mache ich hier jetzt aber noch größer, sage 49. Die Schrift 3, also die Überschrift 3, haben wir gesagt 49, machen wir jetzt 44. Und ich nehme hier auch noch nicht Multi, sondern Multi Black, dass das noch die dicke Schrift ist. Das heißt, du hast hier gesehen, dass da schon ein wesentlicher Unterschied ist. Und vor allem, hier siehst du die dünne Schrift. Das heißt, ich hatte jetzt bei Überschrift 3 hatte ich 44. Mache ich hier 36, bei der Überschrift 5 mache ich 29. Ich habe sie immer gerne ein bisschen größer. Überschrift 6 habe ich dann 23 und den Textabsatz lasse ich mit 17. Du siehst, Überschrift 1 hat Muli Black, Überschrift 2 auch, Überschrift 3 auch. Und ab 4 fängt es dann an mit nur Muli mit dünneren Schrift. Also hier kannst du einstellen, die Zeilenhöhe würde ich auch lassen bei 1,1, weil sonst zu sehr zusammengeschoben wird von der Höhe. Also das ist ganz wichtig, dass du das am Anfang einstellst und dir das immer bewusst ist, dass wenn du es hier einstellst, kannst du es auch jederzeit später ändern. Generell für alles. Das heißt, du musst jetzt nicht jedes einzelne Textfeld gestalten, sondern du legst generell deine Schrift fest. Und wenn du später drauf kommst, das passt jetzt nicht oder es passt mobil nicht, dann kannst du es für mobil eben anders einstellen. Und das alles hier in dieser generellen globalen Schrifteinstellung. Hier könntest du auch eine eigene Schrift hochladen. Würde ich persönlich mache es nicht, sagen wir so. Ich würde es jetzt niemandem empfehlen oder nicht empfehlen. Ich mag es nicht, weil es ist immer wieder ein zusätzlicher Aufwand dann und ein Speicherplatz, der benötigt wird, um eine eigene Schrift dann auch zu verwenden. Das heißt, das ist die generelle Schrifteinstellung. Und was ich dir auch in diesem Tutorial noch zeigen möchte, ist ein genereller Hintergrund. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf Seitenhintergrund gehe und sage dann, ich will hier ein Bild reinhaben, dann nehme ich jetzt zum Beispiel meine Xmas-Bäume. Die habe ich extra dafür hergerichtet. Das ist einfach bei mir hinterm Haus rausfotografiert. Das habe ich verkleinert und habe es hier jetzt, nehme das hier jetzt als Hintergrundbild. Das schaut jetzt komisch aus. Du könntest hier jetzt auch noch sagen, wo es jetzt hinkommt, welche Position. Ich lasse es einfach in der Mitte. Ich sage auch nicht wiederholen, sondern ich lasse es so, wie es ist und es soll die ganze Breite ausmachen. Das heißt, ich könnte hier sagen, es soll schmäler werden und oben und unten und überhaupt. Ich könnte es in die Mitte, also ich könnte es nach links oben und wie gesagt, ich lasse es
mit, dass es sich anpasst und dass es eben über die ganze Breite geht. Und ich lasse es ansonsten auch so, wie es ist. Wenn du dir das jetzt anschaust, schaut das natürlich komisch aus. Das heißt, das ist jetzt ein generelles Hintergrundbild. Ich füge jetzt nochmal einen zweiten Banner hinzu, weil wir brauchen sowieso mehrere neue Banner, leeres Banner. Das heißt, du hast dann zwei weiße Banner. Und so schaut es dann auch aus, wenn du eine neue Seite machst. Hi, ich bin eine Textbox. Das heißt, du siehst jetzt auch den Unterschied von der neuen Darstellung mit Peter seit Billy All 4.0, das ist oben, unten ist jetzt die alte Darstellung. Was ich dir zeigen möchte, ist, wenn du hier in dieses erste Banner reinklickst, könntest du hier sagen Background Settings. Und da gibt es eine Farbe und wenn du die anklickst, dann hast du Einstellungsmöglichkeiten. Da ist ein sogenannter Hexcode, mit dem werden wir uns noch intensiver beschäftigen. Was ich dir jetzt zeigen möchte, ist, du hast hier unter den ganzen Farben hast du einen Schieber. Und wenn du den nach links schiebst, siehst du, was sich im Bild verändert. Dieser Hintergrund dieses Banners wird transparent. Das heißt, du kannst hier dann eben das in beliebiger Transparenz machen und kannst damit auch das Hintergrundbild sichtbar machen. Ich zeige das jetzt beim zweiten auch noch. Das heißt, ich mache das jetzt auch noch größer. Und ich habe hier jetzt auch, dass ich sage, ich verstelle den Schieber. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel auf Gelb. Ich mache jetzt Gelb, eine gelbe Farbe und transparent. Das heißt, du kannst auch mit den Farben ein bisschen herumspielen. Nur, dass du es mal gesehen hast. Was ich hier jetzt aber machen möchte, ich möchte jetzt für diesen ersten Banner möchte ich jetzt ein Hintergrundbild machen. Das heißt, ich klicke daher, schaue wieder, dass er das Richtige bearbeitet und gehe auf Bild ändern. Und da habe ich mir eines ausgewählt, Images, nämlich direkt die bei Bilderall schon liegen. Ich hatte unter Images eines gefunden mit so einer Art Weihnachtsdeko. Abstract Art All Fächern. Das heißt, er hat mir da oben jetzt diese Bälle. Also für mich ist das weihnachtlich. Und wenn du siehst, wenn ich das runterziehe, ändert sich das Bild. Das heißt, je nachdem, wie groß dann dieser Banner wird, ist dann da oben das Bild entsprechend sichtbar. Und hier unten stelle ich noch auf etwas heller. Das heißt, soweit mal Seite, generelle Einstellungen, also das Grüne da hinten ist ein Hintergrundbild für die ganze Seite und das ist jetzt ein Hintergrundbild für den Banner. Nur damit du auch die Unterscheidung weißt zwischen da ist nur ein Banner mit einem transparenten Hintergrund und das erste ist ein Banner mit einem Bild. Das war's jetzt für dieses Tutorial. Wir sehen uns dann beim nächsten gleich wieder. Baba.